Hi Leo! Leo! Mann, wir hätten fast ohne dich angefangen. Gut, dass du da bist. Setz dich. Okay, los geht's. Ja, auch in diesem Jahr sind wir wieder bei... Nein, nochmal, ich war noch nicht so. Auch in diesem Jahr sind wir wieder bei einem 25. in Schwerin unterwegs. Unsere Redaktion hat sich seit letztem Jahr ein bisschen gewandelt oder, naja, verjüngt. Ja. Wir haben relativ viele neue Mitglieder und ein paar der alten sind raus. Deswegen stellen wir euch jetzt die neue Redaktion vor. Wir sind. Und nun haben wir noch einen kurzen Rückblick für euch von den Sachen, was wir letztes Jahr so gemacht haben. Da haben wir ja täglich einen Beitrag produziert und den auf Sendung gebracht. Bitte schön. Bitte sehr. Genau, das war 2014 und wie ihr schon bei der Redaktionsvorstellung vorhin gesehen habt, haben wir jetzt ja auch relativ viele junge Mitglieder dabei. Ich glaube, die jüngste ist 11,5 und jetzt als nächstes seht ihr eine Filmkritik zum Film Stella, wo es genau um mein Mädchen in diesem Alter geht. Genau, und danach haben wir noch ein Interview für euch mit Thomas Bartels, der hat hier eine Ausstellung gestaltet mit kinematografischen Bildnissen und Konstellationen. Und genau, da haben wir ein Interview mit ihm geführt. Die Ausstellung hieß Von Bild zu Bild. Viel Spaß!
mache jetzt eine Filmkritik zu Stella. Die deutsch-schwedische Koproduktion zeigt Stella, ein ca. 12-jähriges Mädchen, und führt ihre Probleme auf, die sie beschäftigen. Das Leben in ihrer Familie scheint behütet. Dennoch, sie steht permanent im Schatten ihrer schlanken, großen und sportlichen Schwester. Doch die Handlung wendet sich nach und nach ab von Stella. Sie zeigt stattdessen, wie ihre Schwester Katja durch Leistungsdruck und Ehrgeiz getrieben eine Essstörung entwickelt. Trotz des bedrückenden Themas wird der Film in warmen, wunderschönen Farben erzählt und mit ruhigen Melodien untermalt. Besonders gut ist es den beiden Schauspielerinnen Rebecca Josephson und Amy Diamond gelungen, die schwierige und zugleich liebevolle Beziehung der beiden Schwestern darzustellen. Der Film ist wirklich sehenswert. Nicht zuletzt dadurch, dass sich dem Thema mal aus einer anderen, kindlich verzweifelten Perspektive genähert wird. Dieses Gefühl überträgt sich auch auf den Zuschauer. Deswegen empfehlen wir den Film ab 12 Jahren. Doch, tschüss. Tschüss. Nehmen Sie Ihre Inspiration? Das ist bei jeder Arbeit immer wieder ganz unterschiedlich. Irgendwo fängt es mit an. Also das Größte, was jetzt hier und die neueste Arbeit zum Beispiel hier, die Tanz heißt, mit diesen Fotovergrößerungsgeräten. Da habe ich über lange Zeit diese Geräte gesammelt und mir immer vorgestellt, ich mache damit eine Installation, die die Arbeiten von dem Edward Muybridge auf den Kopf stellt. Der hat mit ganz vielen Fotoapparaten so Serienfotos gemacht und dann als Daumenkino zu einem Film werden lassen. Und ich habe gedacht, wenn ich jetzt eben nicht die Kameras nehme, mit denen die Bilder aufgenommen werden, sondern die Vergrößerungsgeräte, mit denen die vervielfältigt werden, und lasse die einen Film projizieren, dann tue ich da eben 16 Einzelbilder rein und dann wird ein Film daraus. Aber ich habe dann lange nicht gewusst, was tue ich da für ein Bild rein, also was für ein Motiv. Ja, und dann kam die Anfrage, ob ich die Ausstellung hier mache, in dem Perzinersaal. Und weil das so ein Ballsaal ist und dann hier auch diese Figuren da oben immer so Mann und Frau stehen und hier getanzt wurde, habe ich dann gedacht, super, dann mache ich jetzt ein Bild von einem tanzenden Paar da rein. Und so hat sich das ergänzt. Also erst die Maschinen waren schon da und die Idee, was die machen sollten, aber das Bild war noch nicht da, das kam dann durch diesen Raum hier. Und wie lange arbeiten? Haben Sie an dieser Ausstellung gearbeitet, bis sie ganz fertig war? Also der Aufbau hier hat eine Woche gedauert, aber diese Arbeit hier zum Beispiel, über die ich eben gesprochen habe, der Tanz, da habe ich 5 Monate dran gearbeitet, bis die so fertig war. Bis bei jeder Arbeit ist das unterschiedlich, ne? Naja, ich mache das ja schon lange. Also die erste Arbeit hier, diese Weltmaschine, die ist von 1986. Also da ist irgendwie schon seit vielen Jahren arbeite ich mit unterschiedlichen dieser Objekte und immer wieder gibt mir eine neue Ausstellung die Inspiration fürs Nächste. Also ich stelle gerne Dinge auf den Kopf. Wie ich eben erzählt habe von dem Muybridge, der hat so Fotos gemacht. Ich drehe die Fotos jetzt um und mache daraus einen Film. Oder diese Arbeit hier, Äquator, das war mal so eine Stehlampe. Die habe ich auch auf den Kopf gestellt quasi. Also die Glühbirnen waren mal oben in der Luft und jetzt steht das auf den Glühbirnen. Also denke ich immer, wie nehme ich jetzt so ein Ding und was passiert, wenn ich das jetzt ganz anders mache? Ich stelle das auf den Kopf. Das Material, wo kriegen Sie das her? Also die Filmaufnahmen, die mache ich alle selber. Ihr habt das wahrscheinlich hier gesehen. Es ist alles irgendwie rund. Ne? Also es geht immer so, es sind so kreisförmige Sachen. Deshalb gibt es schon so ein paar Elemente, wenn ich die irgendwo sehe, auf dem Flohmarkt oder sonst irgendwo in einem Trödelladen oder ich weiß nicht wo, etwas, was so eine Form hat, die mir gut gefällt, dann kommt die erstmal in mein Lager. Und die ganzen Motoren, basteln Sie die selber zusammen oder? Die Motoren, das ist das Schwierigste, die zu finden, dass sie in der richtigen Geschwindigkeit laufen, genau. Da habe ich auch ein großes Repertoire. Aber zu einem Motor kann ich was sagen, das ist der von der Zeitmaschine da hinten, der große. Das ist der Waschmaschinenmotor aus der Waschmaschine von meinem Hausarzt. Als er sich eine neue gekauft hat, der wusste, was ich so mache, ne, für diese Arbeiten, hat er gesagt, ich habe da jetzt eine neue Waschmaschine, möchtest du aus der alten den Motor haben?
Und dann habe ich mir den ausgebaut. Wir waren natürlich wie auch die letzten Jahre wieder bei der Kurzfilmnacht unterwegs, um für euch rauszufinden, wer da jetzt die Platzierten sind. Genau, wir waren live dabei und haben sofort alles mitbekommen. Wir haben sogar die Stimmen ausgezählt. Okay, also jedenfalls, dritter Preis war für Ene. Zweiter Preis ging an Slapkick. Was machen wir im Moment? Genau das. Der erste Preis ging an Not Anymore, A Story of Revolution von Matthew van Dijk. Genau, das war's. Und jetzt seht ihr Impressionen von dem ganzen Abend. Kurzfilmnacht. Und jetzt gleich seht ihr noch eine Kritik zum Film Beautiful Girl, der läuft auch in der Kinder- und Jugendfilmreihe. Und im zweiten Beitrag, der ja demnächst auch veröffentlicht wird, seht ihr noch ein Interview mit der Regisseurin und der Hauptdarstellerin von dem Film. Was wir nämlich beim Filmemacher-Frühstück für euch gefilmt haben. Genau. Und danach seht ihr noch ein Interview mit den Machern oder mit einer Macherin oder mit, ich weiß nicht genau, dem Chefredakteur von der Film ab. Genau, das ist so ein Festivalmagazin, das es inzwischen auch schon seit 20 Jahren gibt. Und die bringen jeden Tag so eine kleine Zeitschrift hier raus, wo dann immer so Filmkritiken drin sind und ein paar Interviews, ein Interview mit uns auch. Wir haben uns quasi so gegenseitig. So. Genau, aber das sind halt immer so ein Haufen junger Leute, die sich eine Woche lang da zusammen in so einer Wohnung einsperren und jede Menge Filme angucken und Kritiken schreiben. Und ja, die sind ganz cool. Also eigentlich fast wie wir, nur halt nur schwarz auf weiß und nicht mit Farbe und Ton und bewegtem Bild. Genau, das seht ihr dann jetzt. Hallo, ich werde heute über den Film Beautiful Girl reden. Das ist ein österreichischer Film von dem Regisseur Dominik Hartl. In dem Film geht es um ein 15-jähriges Mädchen, was Charlie heißt und dessen Leben sich sehr verändert, nachdem sich ihre Eltern scheiden lassen. Gleichzeitig macht sie zwei neue Bekanntschaften mit Sulza und Dominik. Zu dritt versuchen sie sich dann durch ein Teenagerleben zu kämpfen, mit allen Problemen, die dazugehören, wie Stress, Schule und Liebe. Also ich fand den Film okay. Die Handlung war, also die Story war eben nichts Neues. Man hat eine Liebesgeschichte zwischen drei Leuten schon oft gesehen und genauso
die Geschichte von Teenagers, die versuchen, erwachsen zu werden. Das gibt es in vielen anderen Filmen. Trotzdem war der Film sehr gut gemacht, was wieder ein Plus war. Der Film war ein bisschen in die Länge gezogen. Er hätte nicht ganz so lang sein müssen. Außerdem war das Ende sehr enttäuschend, da es ziemlich unrealistisch war und viele Fragen nicht beantwortet wurden. Aber wenn man so eine Geschichte mag über Teenagers, die erwachsen werden, dann würde ich den Film auf jeden Fall empfehlen. Ansonsten hat man auch nichts verpasst. Hallo. Eure Filmab-Redaktion entstanden? Also die Filmab, die gibt es jetzt zum 20. Mal und es gab damals halt schon Jugendliche, die hatten halt Lust, eine Zeitung zu dem Filmkunstfest zu machen und die haben sich dann halt einfach gesagt, sie probieren das aus und damals wurde die halt noch so auf ganz schlechtem Papier gedruckt und seitdem es das Filmkunstfest gibt, sind wir eigentlich auch jedes Jahr immer hier und versuchen dann jedes Jahr 5 kleine Magazinausgaben zu machen. Das heißt aber auch, dass wir nicht immer die gleichen Leute sind, sondern dass die Redaktion immer verschieden aussieht. Warum hast du dich entschieden, hierher zu kommen? Weil ich im Jugendmedienverband auch arbeite sozusagen, aber natürlich auch, weil ich gerne schreibe. Ich habe schon 3 Jahre lang auch in der Schülerzeitung gearbeitet und dort auch die Chefredaktion gemacht sozusagen und interessiere mich natürlich auch für Filme und darüber zu schreiben. Das macht mir total viel Spaß. Was macht ihr als Auflockerin zwischen den Filmschichtungen? Viel Auflockerung gibt es dazwischen nicht. Wir stehen morgens auf um 9 und fallen quasi aus dem Bett in den Redaktionsraum und machen die erste Redaktionssitzung und verteilen, wer welchen Film guckt und wer worüber schreibt. Dann essen wir gemeinsam Frühstück, dann setzen sich alle an ihre Filme und schreiben und zwischendurch, kann jeder individuell sich auflockern oder mal eine Runde rausgehen und wenn dann, dann gibt es Mittag, dann sind wieder alle dabei und alle zusammen. Dann kommen die Ausgaben gegen 14 Uhr. Die wir dann verteilen gehen. Das ist auch immer noch eine Auflockerung sozusagen, einmal durch Schwerin zu laufen und die Ausgaben zu verteilen. Genau, und bis abends 22, 23, 24 Uhr wird dann geschrieben und sich auf die Filme konzentriert. Zwischendurch hören wir viel Musik und machen so ein bisschen Party immer mal wieder, um uns abzulockern. Genau, und oft geht es dann bis spät in die Nacht, gegen 4 oder 5 Uhr geben wir dann die Ausgabe ab in den Druck sozusagen. Und fallen dann fertig ins Bett und stehen dann morgens um 9 wieder auf, um die Redaktionssitzung zu machen. Also das ist hier zum Beispiel unsere allererste Ausgabe und wir nehmen auf den Titel nehmen wir immer unseren Tipp des Tages. Das heißt, wir suchen uns immer einen Film aus, von dem wir sagen, der hat uns besonders gut gefallen. So, und der kommt dann immer auf den Titel. Das ist hier zum Beispiel der Fährmann und seine Frau. Und hier schreiben wir immer so eine kurze Liste mit witzigen Sachen. Zum Beispiel haben wir hier 5 Snacks aufgeschrieben, die im Kino auf keinen Fall fehlen sollten. Und dann kommen die Filmrezensionen. Das heißt, wir schreiben zum Beispiel drin, worum es in dem Film geht, aber vor allem, wie uns der Film gefallen hat. Das ist ja ganz wichtig. Und das ist uns auch immer ganz wichtig, dass wir halt nicht nur schreiben, dass alles toll ist und dass man zu einem hingehen kann, weil man kann ja sowieso nicht alle Filme sehen, sondern dass wir bei den Filmen, wo wir sagen, ja, die lohnen sich und die sind ganz toll, schreiben wir das auch. Aber wir schreiben auch, wenn Filme nicht so gut sind. Wie wird man ein Mitglied in eurer Filmab-Redaktion?
Das ist gar nicht so schwer. Also man muss vorher noch gar nicht so viel können oder so. Also wir haben das ausgeschrieben. Jeder, der irgendwie sich für Filme interessiert und der halt jung ist und aus Mecklenburg-Vorpommern kommt, der konnte sich bei uns melden und konnte sagen, darauf habe ich Lust, und konnte sich anmelden. Und der kann halt mitmachen. Das heißt, man muss vorher auch noch nie eine Filmrezension geschrieben haben oder so, sondern muss einfach nur Lust darauf haben und gerne Filme gucken und gerne schreiben. Und der konnte sich bei uns melden. Und die, die jetzt mitmachen, die waren aber fast alle schon mal hier. Das war's mit unserer Sendung heute. Das war's mit unserem ersten Beitrag. Der zweite wird in den nächsten Tagen veröffentlicht. Dieses Jahr machen wir nicht tägliche, sondern halt nur diese zwei. Und im nächsten Beitrag werden wir dann noch so ein bisschen die Jury vorstellen, weil nämlich... Genau, es gibt dieses Jahr endlich wieder einen Kinder- und Jugendfilmpreis. Wir haben uns ja im letzten Jahr sehr stark dafür eingesetzt. Ja, wenn ihr Volker Kuhfall trefft, sagt ihm, der Leo muss wiederkommen. Geil! Jedenfalls wird der dieses Jahr wieder verliehen von der Jury. Die ist extern von uns, wir sind ja nur in der Redaktion. Und das alles seht ihr im nächsten Beitrag. Cut! War das jetzt alles? War alles, oder? Dann kannst du aber ausmachen. Total crazy. Ja, wir haben nämlich auch total vergessen, dass noch was kommt, und zwar... Outtakes, Outtakes, Outtakes! Los geht's. Hey, was soll das? Aha. Also soll ich jetzt mit der Frage, soll ich jetzt ein Intro machen? Die Kamera. Wie heißen Sie nochmal? Setz dich so. Setz dich so. Ja, wollen wir. Warte, könnt ihr noch einmal ganz kurz nochmal machen? Ich habe gerade den Ausschnitt gemacht. Wow! Das funktioniert nicht! Auch in diesem Jahr sind wir hier dabei. 25. Was machst du denn? Letztes Jahr waren wir natürlich auch hier und nein, das ist doch bescheuert. Ich muss doch aber sagen, dass wir hier waren. Ja, ist doch auch gut. Aber dann, das kommt doch erst in der... Nee, sag mal. Okay, warte, ich sag's aber nicht. Nehmt ihr euch Zeit? Nee. Kannst du ja nochmal machen. Hallo? Soll ich jetzt? Ja. Es ist aber ein sehr schöner Film mit sehr schönen Bildern und die Schauspieler sind sehr, sehr gut und sehr überzeugend in ihrer Rolle. Außerdem kommt da noch irgendwas. Kannst auch zwischen mir auf den Zettel gucken. Ein Brot. Habe ich das richtig gesagt? Ja. Ich mache jetzt eine Filmkritik zu Ein Brot. Das Leben in ihrer Familie scheint behütet. Das Leben in ihrer dennoch, sie scheint permanent im Schatten ihrer großen, schlanken, sportlichen Schwester. Das mit dem Großen musst du nicht sagen. Wird der Film von warmen, wunderschönen Farben und ruhigen Melodien untermalt.